Ihr hättet nie irgendwelche Probleme. So, mit den Stadtstaaten schließe ich auch mal kurz Frieden. Irgendwelche Einheiten brauchen Befehle. Ja, komm, Bötchen, du kannst jetzt auch endlich mal zurückkommen. Oh. So, gleich muss ich mich mal dringend auf mein Gold gucken. Ja, wann kriegst du das eigentlich mal in den Griff? Deine Schulden? Ach, ich glaube, ich habe seit 2000 vor Christus schon Schulden. Ich habe dort eigentlich schon seit Runde 1 Schulden. Nein. Nur so ungefähr. Nee, so übertreiben musst du auch nicht. Die Schulden haben eigentlich erst angefangen, als wir das erste Mal Krieg angefangen haben. Ja, und seitdem habe ich meine Schulden wieder in den Begriff bekommen. Ja, die haben aber auch nicht alle den Krieg erklärt. Stimmt, weil ich hatte immer genug Militär, dass das nicht passiert ist. Ja, ich bin, glaube ich, mit allen mittlerweile durch. Einmal so, ne? Mhm. Einmal in alle reingelunzt. Oh, das klingt ja schon wieder so unrechtlich. So war's auch gemeint. Boah, Alter! Die ganzen Meldungen! Weil ich mit den allen Frieden geschlossen hab. Ja, aber genauso viele Meldungen gibt's auch ungefähr von mir, weil ich mit irgendwem Frieden geschlossen habe. Oh, eine Stadt von mir ist konvertiert, die kommt. Ja, nö, keine Ahnung, das sind mir diese Runde zu viel. Hey, ich hab noch einen Uran. Irgendwas läuft gerade falsch. Ah, da oben eine neue Uranmine. Hm. Sehe. Gut, danke. Oh, Raffi hat mir eine Nachricht geschickt. gute Raffi. Speicher mal das Spiel. Ist nur so ein freundlicher Rat. Ja, Leute, ihr habt gerade gesehen, als ich natürlich den Spielstand genannt habe. Hast du? Ja. Sicher? In der Tat. Und jetzt? Dö-dö-dö-düm. Okay, was ist los? Ja, Wahnsinn doch. Ja, wo fliegt denn gerade eine Atombombe hin? Ich kann dir keinen Krieg erklären! Ja! Nein, wirklich! Ach Mann. Ist ja langweilig. Dabei dachte ich, könnte ich richtig hart zerbumsen, Junge. Ja, womit denn? Mit deinem kleinen 1 cm Nahkampfstachel? Nö, mit ungefähr 4 Atombomben gleichzeitig. Okay, gut, muss ich gerade mal kurz was überprüfen. Hier. Okay, hier ist ein Luftschutzbunker bereits errichtet worden. Wie sieht's denn hier aus? Ist hier bereits ein Luftschutzbunker errichtet worden? In der Tat. Ist in Moskau schon ein Luftschutzbunker errichtet worden? Ja, freilichst. Ist denn hier schon ein Luftschutzbunker? Ich hoffe. Oh, es wird langsam mal Zeit für einen Luftschutzbunker. Wo denn? Ja, die Stadt daneben, Nogardo, irgendwo links. Keine Ahnung, welche das ist. Samsun? Ja, kann sein. Warte. Ja, Samsun. So, Luftschutzbunker ist errichtet. Gut. Freut mich. Ich meine, ich bin dann auch mit den Forschungen jetzt langsam durch. Ich brauche noch 8 Runden. Wofür? Damit du mit allen Forschungen durch bist? Nein, Satellitentechnologie. Oh, das ging aber jetzt schnell. Ja. Ich denke mal, wir stimmen dann für Amerika als Gastgeber im Weltkongress, ne? Ja. Wenn wir dann als, weiß nicht, Sache dann sagen, ach nö, die nächste Abstimmung ist Welt.
Ja, stimme auch für Amerika, ne? Weißt du, was interessant ist? Wir könnten dich fast zum Weltherrscher machen. Ja, komm! Eigentlich könnte ich auch Maria Theresia zum Weltherrscher machen. Und was ist dann? Hat die den Diplomatie-Sieg. Ja, wow, du hast eh gewonnen. Ja, durch Zeit aber nur. Ich hätte auch gerne noch den Forschungssieg und den Diplomatie-Sieg. Ja, wir machen mich zum Weltherrscher, ne? Nö, ich stimme nur, dass du Gastgeber im Weltkongress wirst. Oder dass ich Gastgeber im Weltkongress werde, wenn das nächste Mal das zur Frage kommt. Ich stimme dagegen. Ja, das... Wow. Weil dann hast du zu viel Ruhm. Nein, wäre ich einfach nur zu effizient. Wieso kommen Schiffe entgegen von Leuten? So. Alter, wie viele Städte ich hab! Ja, herzlichen Glückwunsch. Wäre doch jetzt eine Schande, wenn du Krieg erklären würdest. Wäre doch eine Schande, wenn von diesen Städten dann nichts mehr da wäre. Oh, ist da ein Wölkchen Asche. Du kannst mich mal. Wir sollten es noch herauszögern. Ich finde, Krieg ist gerade noch ein bisschen zu früh. Aber wenn du es unbedingt willst, können wir ja bald drüber reden. Aber ich bin jetzt nicht so der Fan von Krieg, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also nicht, weil ich ihn irgendwie verlieren würde, sondern eher, weil dieses Projekt doch noch ein bisschen länger führen wollte eigentlich. Ich habe immer noch ein Gut. Warum? Was war denn mit der Atombombe? Das war ein Geschenk. Ah ja, in meine Fresse oder wie? Weißt du, wofür die Atombombe gut war? Wozu? Los, komm, verrat's mir. Los! Um etwas zu demonstrieren. Ach ja, und was denn? Verrat mir das doch mal. Wer den größten Schwanni hat. Das bin ich. Da müssen wir uns auch nicht drüber streiten, von daher. Okay. Ja gut, wenn du das behauptest. Oh. Hey, irgendwer will eine neue Ideologie in meinem Reich. Nee, da bin ich aber kein Fan von. Das wird weiterhin unterdrückt. So, Moskau, machst du jetzt bitte mal diesen scheiß Luftschutzbunker fertig? Oh, Moskau! Keine Sorge, die sind jetzt diese Runde fertig. Ach, Mist. Ja. Naja, ich baller trotzdem drauf. Dann könntest du sogar noch St. Petersburg damagen. Das wäre ein Hurensohn-Move. Tja, so bin ich. Hurensohn durch und durch, weißt du? Es wäre doch eine Schande, wenn New York ganz wegfallen würde. Ja, es wäre doch eine Schande, wenn ich dich richtig hart in den Arsch penetrieren würde, danach dir in den Mund wichsen und dann würde ich dich knebeln und aufschneiden, so dass deine Gedärme rausquellen. Was? Okay, Raffi, bitte pieps das mal raus, wenn du die Folge schneidest. Sonst ist der Inhalt nicht werbefreundlich. Falls ich jemals mal wieder Werbung schalten dürfte. Wieso bin ich mit Belgrad im Krieg? Weil du dull bist. Und warum bin ich... Bestimmt waren die mit irgendwelchen Stadtstaaten verbündet, die wir irgendwann mal gekillt haben. Hey, du bist ja mit einem einzigen Stadtstaat verbündet. Oh. Ja, weil ich den 40 Mal befreit habe wieder. Ja, es wäre eine Schande, wenn mein Einfluss zu schnell zu sehr wachsen würde, ohne dass ich Geld bezahlen müsste. Ganz ehrlich, das kannst du mal schön sein lassen. Weil sonst nehme ich die tatsächlich ein und dann gehören die mir. Ich kriege pro Runde 6 Einfluss auf Kysseli. Schön. Sobald die nicht mehr mit mir verbündet sind, töte ich die.
Ja, was das angeht. Dann habe ich mehr Geländefeld, hallo? Und gleich habe ich eh eine neue Uranquelle. Wäre eine Schande, wenn die auf einmal Raketenkreuzer und so hätten. Ganz ehrlich, dann fick ich die einfach auseinander mit einer Langstreckenrakete. Das wäre eine Atomrakete. Schande. Es wäre eine Schande, wenn du nicht mal wüsstest, dass ich inzwischen einen weiteren Außenposten hätte. Oh, es wäre auch eine Schande, wenn du wüsstest, dass ich den Arsch feg. Und trotzdem weißt du es. Ja. Boah, geh mir doch nicht so auf den Sack, ey. Cool, ich habe einen Größen persönlich. Hey! Ihr klaut anderen meine Technologie! Mama, da klaut irgendwer Technologie. Hallo, ich bin der Jani. Ich wohne hier. Produktion wählen. Warum bist du heute eigentlich schon wieder so getriggert? Was habe ich dir getan? Nichts. Achso, und warum bist du dann so getriggert? Weil du etwa eigentlich nur keinen Bock mehr auf dieses Projekt hast. Nö, habe ich. Echt? Oh. Ah ja, stimmt. Deshalb hast du gefragt, ob ich Ziff komme. So, ich mach mal keine Truppen, keine neuen. Ja. Oh, Teilchenphysik. Cool. Brauchst du eigentlich irgendwas noch so? Truppen, Gold. Ja, okay, irgendwas, was ich dir auch wirklich bieten könnte. Nö. Okay. Truppen, Gold. Oh, der war mal ein bisschen mein Militär aus. Ich meine, man kann es ja, ne? Oh, wer hat mir denn jetzt geschrieben? Wie lange dauert diese Weltausstellung? So lange, bis genug Produktion geliefert wurde. Das bedeutet? Keine Ahnung. So schnell wie deine Städte 2000 Produktionen produzieren. Okay. Alter, Sipa hat so richtig wenig Einwohner mittlerweile. Wie heißt Sipa? Die eine Stadt, die ich gerade am erobern bin. Mann, du verbreitest dich ja wie Herpes. Ja. Ich finde, das auch, sieht auch geil auf der Karte aus. Wenn da noch ganz Afrika dazukommt. Das beunruhigt mich gerade sogar etwas, muss ich ehrlich gesagt sagen. Eine Verbreitung. Nicht irgendwie, dass du dich verbreitest, sondern... Raffi spielt Call of Duty Black Ops 3. Ja. Der hat gefragt, ob ich gleich mitspiele. Ich hab gesagt, wahrscheinlich. Weil Black Ops 3 ist doch ein gutes Spiel. Was möchtest du eigentlich?
Oder findest du Black Ops 3 scheiße? Nö. Ich finde, das ist ein echt gutes Game. Also, wenn ich jetzt nicht das in der Aufnahme sagen müsste, würde ich sogar sagen, es ist mein Lieblings-Call of Duty. Ich muss sagen, ich bin schon immer anders, was Call of Duty angeht, der Meinung. Seit wann habe ich einen Panzer? Keine Ahnung, vielleicht hat ein Stadtstaat dir den geschenkt? Nee, ich habe ihn, glaube ich, vor 17 Runden angefangen zu produzieren. Oh. Brauchen deine Panzer wirklich so lange? In der Stadt ja. Oh. Ja, keine Ahnung, ich war gerade auf ein paar Atomwaffen. Okay, meine Produktion ist ziemlich einseitig mittlerweile. Wieso? Alles nur für die Weltausstellung. Ja. Alle Städte. Fast. Ich sollte damit ja auch mal anfangen. Hast recht. Weltausstellung Update. Du Hölle! Wie schnell ging das jetzt? Ich bin seit 2 Runden dran. Oh. Gut, ich kann nicht mehr Hauptprodukteur. Produkteur werden. Alter, Projektfeldausstellung ist nur zu 56% abgeschlossen. Ja. Junge. Apropos, ich sollte dann auch mal internationale Raumstation starten, ne? Kann ich jetzt gleich auch. Echt? Was? Ja, also hier das RS-Cockpit zum Beispiel machen. Echt? Oh. Ich fick halt mit der Forschung gerade auch richtig rein. RS-Cock, bitte. Kannst du es erforschen oder kannst du es bauen? Ich erforsche es gerade noch 5 Runden. Ich kann es halt schon bauen. Dann habe ich auch die ganze Karte enthüllt. Ja, was das angeht, ich baue gerade, denke ich, gleich mal ein paar Raketenkreuzer oder so. Ja, vielleicht ziehe ich dann früher oder später, wenn ich hier den Babylon-Typen destroyed habe, auch mal. So gen Westen, ne? Nee, ich muss ja erstmal hier diesen Pakal töten. Musst du oder könntest du? Muss ich. Der ist im Krieg mit mir, von daher. Freiwillig oder unfreiwillig? Ich glaube, der ist freiwillig. Das ist jetzt das. Ich habe ihm Friedenangebot gemacht. Weißt du, was ich cool finde? Mich? Nein, die Weltausstellung ist einfach schon zu 95% abgeschlossen. Geil, und du hast noch keinen Finger dran gerührt, oder wie? Nö. Das finde ich nice. Ja, das ist... Egal, dafür baue ich halt gerade ein paar Wunder. Ich meine, kann man ja mal machen. Mein Militär ist ziemlich abgefallen derzeit. Ja. Ich bin wieder auf dem letzten Platz. Gut, dann habe ich einmal irgendwas nicht komplett. Bin da Größte und Erste. Oh. Vielleicht hätte ich der Weltausstellung mehr Aufmerksamkeit zusprechen sollen. Warum? Ja. 200% mehr, 100% mehr Kultur. Für 20 Runden. Geil! Ja. Aber mehr Grund hätte ich auch sonst nicht gehabt. Dran teilzunehmen, ehrlich gesagt. Hat Österreich eigentlich schon Atomwaffen? Ich weiß es nicht. Hat irgendwer anders schon Atomwaffen außer uns, glaubst du? Da sind ein paar ins Atomzeitalter gekommen. Atomzeitalter heißt aber nicht, dass sie das Manhattan-Projekt haben. Stimmt, das wäre uns auch angezeigt worden. Außer wenn wir gerade mit ihnen im Krieg waren. Also mir wäre es dann also nie angezeigt worden? Okay. Genau. Und bei mir, ich war auch mit genug Leuten im Krieg, dass ich das nicht unbedingt... Ja, also ich glaube, Bismarck hat schon welche. Okay, ich meine, der war immer relativ flott damit. Ja. Ich denke, Elisabeth, also England, könnte auch schon welche haben.